Hallo Anglerinnen, hallo Angler, Freunde vom Balzerkanal. Ihr seht, wir haben ja Bombenwetter und das mitten im Februar. Arschkalt ist es, jetzt gerade ein bisschen wärmer geworden. Ja, wir wollen mit euch am Kanal angeln, euch zeigen, wie wir da vorgehen. Ganz wichtig ist, drückt mal die Abo-Bimmel, weil wir haben ein paar ganz starke Projekte dieses Jahr noch vor. Richtig interessante Sachen. Und ja, ich denke mal, wir gehen ein bisschen andere Wege, wird euch auch gefallen. Darum ganz wichtig, einmal bimmeln. Ja, wir haben das Zeug schon ein bisschen aufgebaut hier. Was wir jetzt so machen, da werde ich euch gleich noch informieren oder am Laufenden halten. So, jetzt machen wir uns erstmal eben hier das Feintuning. Ja, ich sag mal, bis später. So, hier liegt den ganz dicht, halb unterm Boot, halb an der Spundwand. Lange ersehnter Biss. Jetzt kommt die Abenddämmerung. Hier gibt es auch richtig große Zander. Wir haben einen neuen Spot. Großer Zander, weil gerade die Großen sind, ist auch gerne unterwegs, fressen noch ein bisschen. Hechte, auch schon mal nachts unterwegs. Barsche, wie gesagt, alles ist möglich. Ja, soweit haben wir alles klar. Jetzt hat man gerade sogar schon, ja, ich denke mal, war ein Biss. Ich konnte nicht genau entziffern. Der Swinger ging hoch, ein Stückchen gelaufen, ich gewartet, mal angeschlagen, leider war der Köderfisch weg. Aber da kann ich die Chance direkt wahrnehmen, euch mir eben erklären, was ich hier mache. Ich meine, ihr habt es schon ein oder andere Video schon mal gesehen, ganz normal, Hartmono, kleinen Ornerhaken, Einzelhaken, Wirbel, Perle und dann das Stehaufblei. Ne? Fische ganz normal, eine 30er Schnur, eine kleine Taktix MTX. Freilaufrolle, obwohl ich hier halt mit dem Swingerangeln den Freilauf nicht unbedingt brauche, aber wenn ich schon mal rein bin oder so, dann arbeite ich damit Freilauf. Die Route ist hier meine Zander Spitzheben, ist die Fury Diabolo Serie, ne? Datebait, Zander. Ja, die Stelle haben wir ausgesucht hier. Kanal kennt ihr alle, Schnur gerade, alles ist gleich, nur hier ist so eine, ja, ein Ruheplatz für Schiffe. Meistens die Kanäle haben immer so alle paar Kilometer mal so ein Wendebecken oder so eine Ruheplätze für Schiffe. Und natürlich, wo die Struktur mal ein bisschen anders ist, da sind dann auch die Weißfische, weil es da ein bisschen ruhiger ist, oder die, ja, die Räuber ziehen natürlich hinterher. Hier, wir haben vorhin mal ein Stückchen abgefahren und haben gesehen, ihr saß alles voll mit Kormorane, ich sag mal der Live-Scoop des Abendmannes, ne? Und die waren hier fleißig am Tauchen. Also gehe ich davon aus, dass sie hier fleißig Weißfisch gefunden haben und haben uns dann mit natürlich auch ihren, ja, ihren Topspot verraten. Ne? Gut. Was jetzt raus wird, sehen wir nachher noch. Ja, wir sehen, hier ist auch reger Schiffsverkehr und hier ist eine Kante. Man kann da sehen, wie wenn Schiffe fahren oder wenn irgendwo Schleusen losgehen, dass da ein bisschen Strömung ist. Da habe ich eine Route quasi auf der Ecke liegen, wo die Spundwand aufhört, anfängt zum Becken. Eine Route liegt außen an der Außenkante zur Fahrrinne und eine habe ich hier ganz nah an die Spundwand gelegt. Das war diese Route hier, ja, um Fische, die abends vielleicht die Kante absuchen, mal ja, abzufangen. Ja. Das ist so erstmal zur Vorgehensweise. Kann sein, dass ich nachher, wenn dunkel wird, noch ein bisschen alles ein bisschen näher ranhole, ein bisschen weiter ranhole. Mal beobachten, was passiert, ob wir was sehen oder hören. Meist verraten sich auch schon mal Zander durch Rauben. Obwohl wir haben jetzt Temperaturen nachts minus 4, 5 Grad. Naja, ob es jetzt unbedingt oben rauben, glaube ich nicht. Also heißt das, weiter experimentieren und abwarten, wo wir die Bisse kriegen. Ne? Ja, das ist erstmal zur Vorgehensweise. Und jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwann am Band kriegen. Erstmal muss ich mir wieder einen Köderfisch rauskramen. Da. Das ist meine Kühlbox. So, ich hole mal eben mein Fischchen. So, ich mache hier wie immer Nasenköderung, damit er schön, wenn die Strömung kommt, in der Strömung steht. Und jetzt bringe ich den sogar mal eben ein bisschen rüber und lege den mal unterm Schiff. So, so, hier lege ich den ganz dicht, halb unterm Boot, halb an der Spundwand. Dann laufe ich mir zurück, ist natürlich praktisch. Das ist immer so ein Top-Spot für Zander, wo die abends auch schon mal die Kanten absuchen. Weil hier sind noch viele Grundeln drin. Die sitzen auch hier in den Steine oder in den Spundwände. Ja, und da hoffen wir mal, dass da gleich ein Biss gibt da. Ja,
guten Liegen. Und ich bin mal gespannt, wenn jetzt mit der Dämmerung auch wirklich Fische kommen. Ja, gut, ist Wassertemperatur ist sehr, sehr kalt. Wir hatten gerade mal einen richtigen Kälteeinbruch. Das magst du auch kein Fisch so wirklich, ne? Aber Hoffnung stirbt zum Schluss. Und zwischendurch werde ich immer wieder mal melden, wenn wir was machen, wenn Aktionen sind. Und vielleicht noch hier den einen oder anderen Tipp nochmal mitgeben. So, seht ihr da hinten das Schiff? Da steht an der Stelle, ist am Anlegen und Manövrieren. Und die Schraube gibt richtig Vollgas und das Boot liegt. So, ist er fertig. Dadurch natürlich entstehen Kuhlen im Boden. Es sind natürlich entstehen dann solche Hotspots, ne? Das heißt, da ist dann vielleicht 20, 30 cm tiefer, da wird Wasser aufgewirbelt. Da finden kleine Fische Futter, da sind Mulden, wo sich die Fische drin ablegen können. Deshalb sind so eine Stellen, wo so die Schiffe, sag mal, übernachten, Übernachtungsstellen für Schiffe und so was, immer kleine Hotspots, ne? Darum auch gerade, ihr habt gesehen, ich habe da hinten eine unter der Schiffsschraube quasi geschmissen, weil der hat das Spektakel vorher auch gemacht. Also, kleiner Tipp, da sind die Kuhlen, wenn ihr die findet, ne? Oder ihr seht, wo die gerade gestanden haben, da findet ihr auch die Fische. Ja, bevor es gleich mal richtig losgeht, müssen wir erstmal ein bisschen stärken, müssen wir zu essen machen. Wir sind doch schon ein bisschen unterwegs, muss ja morgen erst noch Köderfische besorgen, alles drum und dran, sind ein paar Kilometer gefahren. Die Angeln sind drin, jetzt gibt es erst noch was zu essen. Mutis Bratkartoffeln, immer gut. Und dann geht's weiter. Landersehnter Biss, es kommt die Abenddämmerung. Schon mal schön, er nimmt, komm, nehme ich noch ein bisschen mehr. Nein, das hätte nicht sollen sein. Kurz dran und weg. Ah. Gucken wir mal. Direkt wieder rein. Und die scheinen weiter hinten an der Kante zu liegen und nicht ganz so nah, wie wir dachten. Aber wie gesagt, ist ja noch Anführungsstriche früh. Dämmerung fängt gerade erst an, oder Abend. Ja, ist noch früh der Abend. Auf jeden Fall schon mal Action. Schön genommen hat er. Aber es fühlt sich jetzt auch nicht wie ein großer Fisch an. Er hat kurz drin gehangen. Also war eher Abteilung Fritte. Nichts für die Bratkartoffeln. Aber die Bratkartoffeln habe ich schon auf. Jetzt fehlt nur noch der Zander. Ja, Zander ist ja unser Zielfisch hier. Und wir wissen, dass hier in dem Kanal auch richtig große Zander gibt. Jo. Aber der wartet nicht gerade. Ja, ich hatte ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt zu den typischen klassischen Kanalstellen. Ich meine, Kanäle hat, glaube ich, so jeder irgendwie vor der Haustür, wenn er mal rumfährt, ob er jetzt im Norden ist, der Nord-Ostsee-Kanal, hier im Ruhrgebiet Rhein-Herne-Kanal. Ach, was haben wir da? Donaukanal. Und es gibt so viele Kanäle in Deutschland. Und eigentlich in jedem Kanal sind irgendwo Zander. Also teilweise gar oben im Osten habe ich immer mehr gehört. Oder auch schon hier oben Ecke Marktburg und so, dass auch zum Beispiel Wolga-Zander ganz stark im Kommen sind. Ne? Aber klar, die ganzen Kanäle sind überall miteinander verbunden. Kreuz und quer durch Europa. Und ja, dadurch ziehen und wandern Fische ja auch überall rum. Ne? Also daher, Zander sind dadurch überall verbreitet. Ja, guckt mal, wenn ihr hier ein bisschen angeln geht. Ich habe jetzt auch so ein bisschen, kommt ein Schiff oder warum piept hier auf einmal alles? Ja, auf jeden Fall Kanal. Wir haben hier auch einmal Hänger, wo wir noch nie Hänger hatten. Kleiner Tipp, merkwürdig hier. Kleiner Tipp, checkt die Stellen vorher mal ab, wenn er irgendwo rumgeht, ne, und klopft die mal eben rüber, weil ich habe gerade diesen Kanal hier im Bericht gesehen, im holländischen Fernsehen, ich gucke viel holländisches Fernsehen, dass die innerhalb von 6 Jahren 1600 Autos auf eine Strecke von 180 Kilometern rausgeholt haben. Ist eine Menge. Und natürlich sitzt hier an deinem Platz am Fischen, ne, immer alles frei und auf einmal hast du einen Hänger nach dem anderen, da liegt wahrscheinlich wieder einer drin. Also wie gesagt, Kanalangeln, interessant. Wenn so ein Platz hast, natürlich, wo ein Auto drin liegt, kann natürlich auch ein Hotspot sein. Aber kommt nicht auf die Idee, jetzt Autos reinzuschmeißen. Also keine gute Idee. Ja, sonst natürlich Brückenpfeiler, soweit die überhaupt im Wasser stehen bei Kanälen. Ist immer ganz interessant. Verrückterweise auch, wo Hochspannungsleitungen drüber gehen.
habe ich gemerkt, wo Hochspannungsleitungen sind, ist immer viel Fischaktivität. Womit es zusammenhängt, keine Ahnung, obwohl die nicht im Wasser, am Wasser sind, sondern weit drüber hängen. Vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht, aber Hochspannungsleitungen, verrückterweise, sind auch oft Fische drunter anzutreffen. Ist sogar bei mir im Baggersee so. Beste Strecke ist immer unter der Hochspannung. Vielleicht hat jemand die Erfahrung schon mal gemacht, schreibt es mal in die Kommentare. Aber das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer sage, probiert es mal aus. Ne? Ja, mittlerweile ist es dunkel und ich habe jetzt mal eine Route ziemlich weit hier vorne vor die Füße gelegt und mal schauen, was da noch passiert. Oh, so einen dicken Barsch. Ach je, eine Fritte. Da brauchen wir keinen Kescher für. Ja, kleiner Babyzander. Den setzt er schnell wieder zurück, bevor kaputt ist. Ja, für heute ist erstmal Schluss. Arschkalt. Und wir haben jetzt zusammengerödelt. Morgen früh geht weiter. Wie gesagt, wir nehmen euch mit an eine neue Stelle. Gehen wir von aus, weil hier war nicht so befriedigend ein kleiner Zander. Aber wir haben noch ein, zwei Kanäle im Auge. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Also bis morgen. Ja, ihr seht, wir haben Kanal gewechselt. Und wir haben einen neuen Spot. Ihr seht hier, ganz anderes Bild. Letztes Mal haben wir eine Schleuse geangelt. Indirekt ist ja auch Schleusenbereich. Aber wenn man jetzt mal hier hochguckt, Schnur gerade aus, nur Kanal. Wenn man auf die andere Seite guckt, genau das gleiche. Und hier ist halt so eine Tankstation. Hinten rechts geht noch so eine, ja, eine kleine Schleuse rein, so ein kleiner Durchgang. Und hier ist recht tief. Ich habe vorhin mal geworfen, dauert lange, bis der Blei am Boden ist. Und ich denke mal, dass das wohl ein Platz sein könnte, wo sich die Zander aufhalten. Und darum vermute ich jetzt, dass die Zander hier, wo halt die Struktur sich verändert hat, ein bisschen tiefer ist, hier regelmäßig Schiffe wenden, so wie der Öltanker da jetzt, ne, oder das Schiff, was gerade betankt wird, ist natürlich immer so ein Hotspot. Also ich hoffe mal, dass sie hier sind. Naja, und wenn was ist, werdet ihr auf jeden Fall dabei sein. Momentan sieht es noch mau aus, aber ich habe Hoffnung. Das Einzige, was hier läuft, ist meine Nase und das ununterbrochen. Ich habe einen kleinen Schnupfen mal wieder, Männergrippe. Aber ich werde es auch dann überstehen. Ja, so langsam wird es dunkel mal wieder. Und naja, bis jetzt waren wir noch nicht sehr erfolgreich. Hier saßen noch ein paar niederländische ältere Angler heute Morgen. Die waren ja auch erfolglos, so lange mit unterhalten. Die haben leider geschneidert, einen Biss hatten sie. Soweit sind wir noch nicht mal. Ja, das ist eben halt, ne? Januar, Februar ist nicht die leichteste Zeit. Wasser ist kalt, wir haben Temperaturstürze hier gehabt, gerade minus 4, 5 Grad. Heute mal ein bisschen milder, plus 6 über Tag. Das ist natürlich alles möglich, ne? Also, wie gesagt, momentan sehr ernüchterndes Ergebnis. Aber das ist halt Winterfischen, ich weiß ja nicht, so was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Vielleicht hat einer noch den Hotspot, der andauernd fängt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, die Stellenwahl ist gar nicht verkehrt, jetzt sieht man sie gerade nicht. Hier sind Haubentaucher unterwegs, ich habe die beobachtet, ich fange auch immer Fisch. Und jetzt gerade kommen hier massenhaft Blässhühner rein, die nutzen wohl diesen kleinen Hafen hier oder diesen Einlauf hier von der stillgelegten Schleuse als Ruheplatz. Also wie gesagt, vielleicht ziehen ja die Zander auch noch hinterher, das wäre ja ganz schön. Aber momentan bin ich ein bisschen, wie soll man sagen, deprimiert mit dem Ergebnis. Ja, aber wie gesagt, es kann jede Zeit noch der Einschlag kommen. Großer Zander, weil gerade die Großen sind auch gerne unterwegs, fressen noch ein bisschen. Hechte, auch schon mal nachts unterwegs. Barsche, wie gesagt, alles ist möglich. Aber Zielfisch ist eigentlich Zander. Und naja, hoffentlich wird es noch was. Drückt uns mal die Daumen. Naja, ihr werdet auf jeden Fall noch von uns hören, entweder eine Abmoderation oder eine Zwischenmoderation mit Fisch. Aber bis dahin gehe ich jetzt immer wieder schön vor der Heizung sitzen, ne? Da ist es wärmer. Bis später.
Ja, meine lieben Zuschauer, es ist mal passiert. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, in die 24, 30 Stunden, keine Ahnung, nur einen kleinen Zander zu fangen und einen Biss zu haben. Also, wir haben fast geschneidert, fast. Auch das passiert mal beim Angeln. Wenn ihr jetzt anschaut hier, es wird nebelig, es ist wieder arschkalt, wir haben Temperaturschwankungen drin. Naja, es ist nicht schön, es ist Januar, es ist Februar, aber es ist zum Angeln, ne? Gehört das, nix fangen auch mal dabei. Dann seht ihr mal, man kämpft und kämpft und kämpft, wir fangen nicht immer nur Fische. Wir sind auch mal Schneider, aber auch das müsst ihr mal sehen. Ne? Nicht nur sehen, wenn wir dicke Fische fangen, nein, auch mal Schneidern sehen. Ja, jetzt sind wir hier am Ende vom Video. Wir konnten euch ein bisschen was vom Kanalangeln erklären. Hätten euch natürlich viel lieber nochmal ein, zwei dicke Zander gezeigt, aber dem war nicht so. Gut, ne? Ich angel lang genug, um zu wissen, dass es so ist. Ihr wisst es auch. Denkt dran, nochmal Abo-Klingel drücken für die nächsten erfolgreichen Videos, die vielleicht noch kommen, hoffe ich mal. Aber wie gesagt, bis dahin sage ich erstmal, wünsche euch eine angenehme Schonzeit für die Raubfischangler. Die geht ja jetzt auch bald los. Und wir werden wieder kommen mit dicke Fische, versprochen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.